Arceus, Arceus, wie auch immer man das ausspricht, genau. Ich hab's wieder vergessen gehabt, ne? Wie es hieß. Ich habe mich zwar ein bisschen drüber informiert und ehrlich gesagt, ich fand das Spiel interessant. Also fast noch interessanter als den Teil hier. Der ist auch nicht schlecht. Aber vom Setting her muss ich sagen, dieses etwas größer auf Open World ausgelegte, Open World ist vielleicht die falsche Bezeichnung, fand ich interessant. Auch, dass man nicht mehr, ich sag jetzt mal, wie auf Schienen durch die Gegend läuft, sondern immer wieder in einen Hub zurückgeschickt wird und so weiter, finde ich interessant. Achte Generation ist das dann. Okay, danke. Wie gesagt, ich bin irgendwie ein bisschen raus. Oh! Hey, Sarah! Wie kommst du denn mit deinem Pokédex voran? Wie soll ich das sagen? Es ist natürlich alles in Ordnung. Also, ja, du weißt ja, der Professor, ne? Ja. Naja, wäre es wünschenswert, aber es ist das alles nicht von Bedeutung, wirklich nicht. Ich habe da neulich ein wenig herumgetüftelt und würde dich gerne am Resultat nun mal teilhaben lassen. Natürlich nur wenn du es magst, Sarah. Los, wähle eine Hand. Wählt eine Hand, links oder rechts? Ich trinke jetzt mal einen Schluck, damit die Stimme bleibt, geölt bleibt. Dazu muss ich mir was eingießen. So, aber ihr dürft wählen, wenn ihr wollt. Denn der liebe Lucius möchte mir links oder rechts irgendwas zeigen. Juhu! Ja, ich weiß, es gab jetzt so wenig Möglichkeiten, euch einzubinden. Ja, gönn dir. Ja, ihr gönn dir. Prost. Editionen gibt es, wenn man gelb, rot, blau und so und alle, die es so gibt, als eigene Edition ansieht. Damit brechen sie ja jetzt gerade. Sie haben ja immer zwei Editionen pro Spiel rausgegeben, aber das Neue, das wird ja anscheinend nur eine Edition haben. Oder ich war zu doof bei der Suche nach dem Spiel im Shop, die zweite zu finden. Das kann auch sein. Aber dann gibt es ja demnächst 23 Editionen. Das ist ja mal was ganz, ganz Neues. Aber trotzdem. Ach, ist das schön hier. Freut mich, dass es dir gefällt. Lehn dich zurück, entspann dich und genieß es. Warte, manchmal gab es auch drei? Okay, also ich finde, nehmt es mir nicht übel, aber persönlich muss ich sagen, es ist zwar ganz nett, aber ich würde niemals mehr als eine Edition von einem Spiel kaufen, ja? Also gut, auch wenn ich Fan bin, würde ich es, glaube ich, nicht machen, weil die Story bleibt ja gleich. Es geht ja nur um diese seltenen, beziehungsweise ein paar unterschiedliche Pokémon, die man dann tauschen kann. Aber naja, gut. Silber, Gold, Kristall, ging darum, alles Mons zu fangen. Ja, ist schon klar, aber ich würde es nicht machen. Also ich würde immer nur eine Edition kaufen und zur Not dann eben tauschen. Gibt ja auch die Online-Tauschvarianten. Links. Also zwei haben links und deswegen wir nehmen links. So. In Ordnung. Du willst also den Kampffahnder. Tja, du weißt eben, worauf es ankommt. Ich erhalte einen Kampffahnder. Den verstaue ich in der Basis-Item-Tasche. Mit dem Ding kannst du Trainer ausfindig machen, die auf einem Rückkampf, die auf einen Rückkampf aus sind. Sag mal, Sarah, hast du schon einen Pocketch? Ach, was für eine Frage. Sicher hast du den. Prima, dann bekommst du das auch noch hier. Die passende Belohnung für deine harte Arbeit. Ich bekomme die App Item Radar. Die installiere ich auch auf meine Armbanduhr. Mit dem Item Radar kannst du nach versteckten Items suchen. Berühre einfach die App. Ja, damit kannst du dir unsichtbare Items anzeigen lassen, die in der Nähe auf dem Boden liegen. In dunklen Höhlen ist das unglaublich praktisch, unglaublich praktisch. Ich würde da zwar niemals reingehen, aber du gehst ja da rein, ja. Also dann, viel Glück noch mit deinem Pokédex. Professor, der Professor zählt auf uns, ja. Ich gehe dann mal wieder. So, also.
Damit findest du Gegner, die nochmals kämpfen wollen. Ja, hat er gerade beschrieben. Finde ich sehr praktisch, muss ich sagen. Also, sehr nett. Dieses System hat mit Silber angefangen damals. Da haben die Gegner angerufen, wenn sie nochmals kämpfen wollen. Ach, echt? Ich überlege gerade, in Schwert und Schild war es aber nicht mehr drin, oder? Yep, okay. Ich weiß nämlich, bei Schwert und Schild bin ich im Prinzip einmal durchgegangen und nie wieder zurückgegangen. Ich habe da irgendwie keine doppelten Kämpfe gehabt. Das war sehr, sehr geradlinig, das Spiel. Ich meine, das hier ist ja teilweise so ausgelegt, dass man wieder zurückgehen soll. Deswegen auch hier diese ganzen Sachen mit dem Pflücke eine Beere und packe eine neue in den Boden, ne? Und ich laufe ja irgendwie nicht zurück. Ich mache das ja immer und, ja. Ich pflanze zwar immer wieder was Neues ein, aber ich hole die nicht wieder ab. Vielleicht laufen wir ja irgendwann wieder zurück, aber wir machen ja momentan Story. Und nur so als Hinweis, ich bin wie so der Story-Spieler. Also wer es nicht weiß, wir spielen die Story. Das bedeutet, wenn wir mit der Story durch sind und an den Punkt kommen, wo es heißt, jetzt gehe praktisch in die Welt zurück und, er grindet dir neue Pokémon, aber praktisch, du bist einmal mit der Story durch, da werden wir das Spiel dann, denke ich, auch beenden, ja? Also, wir spielen nur die Story durch. Genau, du bist auch eher der Story-Spieler, wobei, das stimmt nicht, Rino, du bist doch auch mehr ein Multiplayer-Spieler, oder? Also, du spielst ja viel diese Spiele, wo du mit anderen zusammenspielst und die haben ja meistens nicht wirklich so eine große Story, wenn man mal ehrlich ist, ich bin mal schnell etwas essen. Ich komme so schnell als möglich wieder zurück. Lass dir Zeit. Lass es dir vor allem schmecken, Sauknochen, ja? Schön mit der Ruhe. Wir haben hier heute keine Eile. So. Möchten wir gießen. Immer. So, und Rino, ich erkunde aber auch gerne und grinde auf Achievements. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh, das ist ja praktisch. Hier sieht man mal, dass man nicht jede Pflanze gießen muss. Man gießt immer auch die daneben liegenden mit. Das finde ich gut. Okay. So. Ach, ist das hier wieder ein Baum, den ich mit Honig einspielen kann? Ja. Aber wir haben keinen. Ah, schade. So. Wäre auch mal interessant für dich wegen Story und so. Was denn? Ach da, die silberne Edition war die einzige mit Gold und Remake, wo du 2 Länder bereist und 18 Arena-Ohren holen kannst. Okay. Die silberne Edition, auf welchem Gerät gibt's denn die? Weil ich habe ja nur die Switch hier. Und die Switch, die... Ach, 16. Na, trotzdem. DS, ja, das habe ich mir gedacht, also... Deswegen, ich habe nur die Switch, dann fällt die leider für mich weg. Wenn Pokémon von Paralyse oder Schlaf betroffen sind, können sie möglicherweise nicht agieren. Widerfährt dies deinem eigenen Pokémon, kann dies in einem Kampf fatale Folgen haben. Schlaf oder Paralyse, ist das ein großer Vorteil für dich? Ja, ganz ehrlich, das ist überraschend, was sie mir gerade mitgeteilt haben. Oh, halt, Moment. Da geht's runter. Aber von da unten komme ich da irgendwie wieder hoch? Hier ist so eine schöne Fläche. Soll ich da runterhüpfen? Ah ja, du streamst selbst via Emulator. Wäre eine Option. Ich habe mich ehrlich gesagt mit Emulatoren noch nicht hundertprozentig beschäftigt. Mit Ausnahme von... ich sag jetzt mal DOS-Emulator, also DOS-Box und so weiter. Wegen alten... PC spielen, aber hier Nintendo-Emulator und so weiter habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich beschäftigt, war noch nicht nötig, ja, aber danke für die Info, ich weiß, das gibt es ja. Es gibt ja Emulatoren. Genau, danke fürs Angebot, ich komme eventuell darauf zurück, aber nicht in näherer Zukunft, weil momentan gibt es noch so viele Spiele, die ich spielen will, auf den Systemen, die ich habe, wo es auch einfach funktioniert. Sagen wir so. Und wir werden hier mit Pokémon noch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, beschäftigt sein. So, soll ich hier runter, wenn das geht?
Weil ich befürchte, das Programm will eigentlich, dass ich hier weitergehe, denn da sind die nächsten Gegner. Achso, das hatten wir schon. Aber hier unten liegt ein Ball und das sieht so einladend aus. Such alles ab. Such alles ab. Also gut, komm. Upp. Hi. Wenn du die Gänge wechselst, kannst du sogar diesen Hang hinaufdüsen. Das habe ich mir fast gedacht, dass er das deswegen hier unten steht. Moment. Herzling. Hui. So, also erstens. Ich finde einen Pokéball. Ach, wie schön. Und den verstaue ich in der Tasche. Wir gucken mal, was es hier Schönes für Pokémons gibt. Ein Macholo. Den haben wir auch noch nicht. Ich versuche den mal zu fangen. Der ist ja nur Level 6. Eigentlich dürfte das nicht gehen. Der wollte ein Haustier werden. Also der musste unbedingt rein. Frage an euch. Wollen wir dem einen Spitznamen geben? Später soll ja auch Wundertausch reinkommen. Was? Wundertausch? Was für ein Wundertausch? Jetzt hast du wieder was erwähnt, was ich nicht kenne. Gut. Aber trotzdem, die Frage an euch. Wollen wir diesen netten, kleinen, sympathischen, zweibeinigen irgendwas einen Spitznamen geben? Dank seiner körperlichen Beschaffenheit leidet es nie an Muskelkater, egal wie viel es trainiert. Es lebt fernab von Menschen in den Bergen. Nett. Muskelprotz. Okay. Hat das eigentlich eine Entwicklungsstufe? Okay, also das kann sich sogar entwickeln. Weil ich habe es, glaube ich, bisher nur in dieser kleinen Form gesehen. Es ist Level 6, es ist ziemlich klein. Es könnte Kleini hier unten ersetzen. Das mache ich jetzt von euch abhängig. Durch Tausch noch, okay. Soll eins unserer lieben Pokémon gegen unser neues, gegen unseren neuen Muskelprotz ausgetauscht werden oder nicht? Also Pferd bleibt drin und Elton bleibt bitte auch drin, ja? Also die beiden sind momentan, also ich sag's mal so, Hugo und Pferd sind definitiv die beiden, die drin bleiben, aus meiner Sicht. Und die anderen können ausgetauscht werden, wobei ich sag jetzt mal, Elton drin lassen würde. Die Ente finde ich irgendwie auch knuffig. So. Da Winky normal ist, hast du Stein, Kampf, Wasser, Feuer und Elektro. Ah so. Ja gut, aber wir haben ja dann doppelt Stein, weil Macholo müsste doch Stein sein und Kleini ist doch auch hier Stein, ne? Also der Muskelprotz ist Stein und er hier müsste auch Stein sein. Oder sehe ich das gerade falsch? Ach, der ist Kampf. Okay. Na gut, Kampf hat aber auch Hugo, wollte ich nur mal sagen. Okay. Gut, also Winky, ihr wollt wirklich den Hasen? Der ist doch so süß, der Hase. Steini ist Stein. Ja, deswegen heißt er so. Es war kreativ genannt. Der ist so süß. Na gut, ich beuge mich. Man sagte mir, ich soll... Ja, Winky, es war nett mit dir. So. Ich werde mal hier aus dem Gras rausgehen. Na gut, wir müssen noch einen Kampf machen. Ich wollte eigentlich raus, weil unten ist doch die Stadt. Ich wollte mal zum Heiler. Ne? Da, weil wir sind so angeschlagen und ich will jetzt keinen Heiltrank vergeuden. Wir hauen ihn mal weg. So. Ja, aber wenn du Kampfattacken mit Macholo machst, hast du Step drauf. Sprich, Attacken sind stärker, wenn sie mit ihrem Typ angreifen. Ja, okay, das macht Sinn sogar. Das habe ich ja hier mit Hugo auch. Ne? Also er ist ja Flamme, ne, Feuer.
Und wenn der Flammenangriffe macht, da haut er schon kräftiger rein. So, passt mal auf. Erstens, Erzling, eine Stadt voller Energie. Wir gucken mal, dass wir hier mal ganz kurz die Pokémon heilen. Als allererste Sache. So, guten Tag, willkommen im Center. Achso, da kann ich mal fragen, wir hatten vorhin ein Pokémon in die PC-Box geschickt. Das hatte 0 Lebenspunkte. Das war vorher K.O. gegangen. Das wurde dann aber ausgetauscht. Ist das jetzt eigentlich wieder geheilt oder ist das immer noch mit 0 Lebenspunkten in der PC-Box? Also wenn ich das rausnehme, ist es dann geheilt oder müsste man es dann nochmal heilen? Am besten immer 6 verschiedene Typen dabei haben. Ist, war schon bei Schwert und Schild so, ja. Aber trotzdem versuche ich ein bisschen auch nach Niedlichkeit zu gehen, ja. Ich möchte eigentlich Pokémon bei haben, die mir gefallen, ja. Also Sachen, wo ich sage, die gefallen mir nicht, die nehme ich meistens nicht mit. Und momentan sage ich mal, noch ist das Team okay. Aber es kann sich jederzeit auch ändern, dass wir noch was Niedlicheres und Knuffigeres finden und dann irgendwas anderes rausfliegt, ja. Also nicht wundern, wenn wir nicht alle Typen immer bei haben. Wir kommen trotzdem durch. Das verspreche ich euch. So. Ich glaube, das ist nicht so, dass es geheilt ist. Kannst ja mal nachschauen. Können ja mal wirklich gucken. Ich möchte auf mein Lanas PC? Lagerungssystem? Was? Aha. Gut, er hier. Bericht. Muss aber geheilt sein, weil nämlich die Angriffe als Angriffe auch wieder aufgefüllt sind. Naja, ist auch relativ egal. Ja, aber wer ist das? Also, bei Sarah bin ich ja. Okay, da kommen die Deko-Kapseln. Okay. Alles gut. Professor Albe. Die Verbindung zu Professor Albe wird hergestellt. Komm, wir quatschen mal kurz mit dem Professor, ne? Wer stört? Ach, du bist es ja. Entschuldige, da fällt mir fast alles hier runter. Du hast schon 4 Pokémon, 44, nicht nur 4, 44 Pokémon sogar gesehen. Du weißt ja, Pokémon verstecken sich nun nicht nur im hohen Gras, ja. Viele halten sich beispielsweise auch in Höhlen oder im Meer verborgen, ja. Das habe ich letztens in einem Buch gelesen. Auf welchen PC möchtest du denn zugreifen? Der Professor, der hat schon ausgeschaltet. Dieser Professor. So, PC von Sarah, also der ist so, dass du da Items lagern kannst. Ja, also die Lagertruhe ist das. Juhu, ich habe unten im Club, globalen Club ein Pokémon getauscht. Wenn du dein Aussehen beim Betreten des Konix-Clubs verändern möchtest, dann sprich die Empfangsdame links im ersten Stock an. Schalte in einem beliebigen Pokémon-Center den PC ein, um Pokémon zu lagern oder deinem aktiven Team hinzuzufügen. Außerdem kannst du auch über das Spielmenü auf diese Funktion hinzugreifen. Diese Infos sind irgendwie cool. So, wir sind angekommen in Erzelingen. Hier in der Nähe erhebt sich ein gewaltiger Berg. Ich war doch hier schon mal, ne? Seien wir ehrlich, wir waren, glaube ich, schon mal in Erzelingen. Ist das die Hauptstadt hier unten? Ja. Wir sind also, wir hätten anders abbiegen müssen, aber hier war halt sozusagen die Möglichkeit, mal kurz die Pokémon zu heilen. Und das bedeutet, ich lese gerade kurz AFK. AFK ist ein guter Stichwort. Ich würde mal eine 5-minütige Pause einlegen. Ja, ganz einfach. Wir machen mal kurz eine kleine Pause im Spiel. Jo, da sind wir. Aber was habe ich noch vergessen? Ich muss das auch noch bei mir auf den Monitor packen, sonst kann ich es nicht spielen. So. Herzlichen Dank. Freue mich, dass ihr noch da seid. Gut. Wir sind an der vollkommen falschen Stelle. Wir müssten hier nach oben. Das bedeutet, wir brauchen mal kurz ein Fahrrad. Zack.
Ah, so geht's. So, Logo ist spannend. Das freut mich. Ja, spannend. Wer seid ihr denn hier alle? Hi. Na los, meine Pokémon, ich werde... was? Ich werde mich auch ins Zeug legen. Wir sind doch hier doch noch nicht beim neuen Spiel, wo man noch aktiv ausweichen muss, wo keiner weiß, was das soll. Okay, also, Camper Tom hat ein... Und wir haben einen... Moment, Feuer gegen Feuer. Ich glaube, das ist eine super Idee. Feuer gegen Feuer. Nicht wahr? Andorra, du stimmst mir doch sicherlich zu, wenn ich sage, so ein Feuer-Pokémon gegen ein Feuer-Pokémon, besser geht's doch gar nicht. Ja, ist perfekt. Das wusste ich doch. So. Meine arme Ente. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir löschen. Wir löschen das Pony. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das effektiv genug ist. Was macht diese Ente? Voll versagt. Eine voll versagende Ente. Okay, das Pony wurde besiegt. Hast ja zum Glück beim Feuerkampf Attacken, da hättest du noch neutral angreifen können. Na, nicht nur neutral, sondern richtig als, ich glaube, die heißen Kampfattacken hat der Affe. Unser Hugo hat Feuer und auch die, ja, Standardattacken, halt die Kampfattacken. Und ja, das hätte funktioniert. So. Ich bin deswegen auch gar nicht so unglücklich darüber, dass der so geskillt ist, wie er geskillt ist, weil er kann halt zwei Sachen gleichzeitig abdecken. Und bisher sind wir mit Hugo sehr weit gekommen, muss ich sagen. So, Kleini will ein Finale lernen. Moment, wir gucken mal kurz, was ein Finale ist. Das ist eine Explosion, mit der er bei allen Pokémon im Umkreis riesen Schaden anrichtet und selbst kampfunfähig wird. Ja, Selbstzerstörung, das stimmt. Wollen wir das wirklich lernen? Also, ja, könnten wir. Ich sag mal so, er hat hier oben so einen halbwegs nutzlose Tackle. Da kommt ein Ja. Ich würde es für die Tackle-Angriffsattacke nehmen, als letzter Ausweg. Kleini ist dann sozusagen unser Backup. Bei vollen KP hast du Fähigkeit Robustheit. Okay. Du meinst, dann überlebt er das oder wie? Kann er ja nicht. Ich lerne es mal für Tackle. Das heißt, du kannst nicht direkt sterben. Okay, also als Initialangriff. Rums und man bleibt am Leben. Verstehe. Okay, Kleini macht mir langsam Angst. Wir machen mal gegen Tackle. Kommt das große Finale. Aber ganz ehrlich, wie kommt man denn auf eine Idee, sowas zu lernen? Ich habe das bei Subnautica schon nie verstanden, warum es da explodierende Fische gibt, die ihr Nest so verteidigen. Ja, Finale und er sollte es überleben. Kann sein. 532 Geldeinheiten kriegen wir. Wir werden es früher oder später testen.